Es ist ein richtig cooles Event, finde ich, weil man kommt jetzt nicht so oft mit Hobbysportlern zusammen und ich glaube, für die ist das auch richtig eine coole Sache. Mit die Caldura Nordics ist immer ein Fixpunkt für uns und ein großes Highlight. Und man sieht jetzt, wir laufen noch da auf Naturschnee, das gibt es ja nicht mehr viel jetzt. Caldura hat mit der österreichischen Meisterschaft bei den Nordic Volume sicher ein Add-on, was nicht uninteressant ist. Wir haben super Trainingsmöglichkeiten im Sommer, also ich glaube wirklich eine Kooperation, wo alle positiv aussteigen. War ein super Rennen, richtig cool. So ein Abschluss, Caldura ist ja schon fast eine Tradition jetzt geworden bei uns. Und ich bin froh, dass ich es wiederholen habe können vom letzten Jahr. Unsere deutsche Mannschaft ist ja leider abgesagt worden. Deswegen ist es cool, dass es hier noch eine Möglichkeit gibt, quasi mitzumachen. Und Caldura ist immer schön, macht immer Spaß hier. Es ist einfach genial, da mit den wirklich Top-Sprinterinnen da im Finale am Start zu stehen. Und ja, Platz 3. Das ist nicht letzte Finale, also bin ich echt zufrieden.